Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich wieder Plätzchen zum Adventszeit und backe heute Tannenbäumchen. Und so sehen die aus. Die kann man sogar so nehmen, ein Stiel. Und so sehen die aus. Und essen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese süße Tannenbäume gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Hinter mir liegen die zwei volle Bleche von den Plätzchen und wir freuen uns jetzt, die ausprobieren und zum Kaffee genießen. Und ich werde natürlich mich sehr, sehr freuen, wenn mein erstes Buch bei euch auf der Regale steht. Das ist mein Herzenswunsch. Und natürlich für die, welche mein Buch bestellt haben, wünsche ich euch viel Spaß beim diese Rezepte nachzumachen. Und natürlich, ich freue mich über eure Kommentare und über eure Feedback, wie ist das euch mein Buch gefallen. Und vielleicht habt ihr auch irgendwelche Vorschläge für den zweiten Buch. Wer weiß, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Als erstes werden wir Teig zubereiten, weil er muss eine Stunde im Kalt liegen. Sieben wir erstmal das Mehl, geben wir da Zucker, Prise Salz, vermischen erstmal, machen wir hier erstmal kleine Mulde und geben wir da ein Eigelb und ein komplettes Ei. Von einem Eigelb habt ihr Eiweiß an die Seite gestellt. Das brauchen wir dann für die Füllung. Dann Vanillearoma oder Vanilleextrakt. Dann habe ich hier mir vorbereitet schon Bittermandel. Das brauchen wir dann auch für unsere Füllung. Dann als letzte kommt dann die weiche Butter. Ich habe kurz auf die Heizung gestellt, dass er weicher wird. Und werden wir unseren Teig verkneten. Lange kneten müssen wir nicht, nur einfach alles zu einem. So in Kugel kneten, dass alles zusammengebunden ist. Und das passt dann schon. So ist alles jetzt zusammengebunden. Nehmen wir uns ein bisschen Mehl, geben wir es auf die Platte und kneten wir nur einfach kurz durch auf die Arbeitsplatte, weil es ist viel bequemer als in Schüssel. So, das reicht. Jetzt geben wir es alles in den Plastikbeutel und legen wir im Kühlschrank für eine Stunde. Und jetzt bereiten wir auch noch Füllen. Wir brauchen alle Zutaten reinmachen und gut die so vermischen. Ich nehme die Mandel. Kann man natürlich unterschiedliche gemahlene Nüsse nehmen, was ihr da habt. Ich nehme gemahlene Mandeln mit der Schale, nicht diese blanchierte weiße. Dann 2 Teelöffel Zimt, Zucker. Liebe Freunde, alle Zutaten stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Schaut ihr lieber bitte da. Ein paar Tropfen Bittermandel, wenn wir schon Mandel nehmen, aber auch trotzdem für Weihnachten ist es wunderbarer Geschmack. Nur ein paar Tropfen, nicht ganze Gläschen. Nicht mal halbe Gläschen habe ich genommen, aber es ist Geschmackssache. Und an die Seite gestellten Eiweiß. Und werden wir es erstmal kurz pürieren. Und wenn wir sehen, dass die Masse ist zu fest und zu dick, geben wir so tropfenweise, kann man sagen, oder ganz kleine Schlückweise Wasser. Einfach so in lauwarmes Wasser. So, schauen wir. Sehr trocken. Und so ein kleiner Schluck. Zack. Und dann vermischen wir. Nochmal. Und wenn es notwendig, immer wieder einen Schluck Wasser dazu geben, dass wir so eine cremige Masse, dass wir die auf den Teig streichen können. So viel Wasser musst du dazu geben.
So, schauen wir jetzt so. Ich glaube, jetzt wird eigentlich ausreichend. Schaut, ja. Es ist schön cremig. In meinem Fall habe ich jetzt 60 ml Wasser gebraucht. Aber bei jedem wird unterschiedlich sein, schon wegen des Ei auch. Und was für so eine Nüsse nehmt ihr, wie die das Wasser aufsaugen. Aber ungefähr habe ich jetzt 60 ml gebraucht. So sieht die Masse aus. Nicht flüssig, dass sie von dem Teig nicht runterfließt, aber auch nicht dick. Und wenn es ein paar Minuten steht, das wird sowieso ein bisschen angedickt, weil die Nüsse werden immer mehr und mehr Feuchtigkeit in sich reinziehen. So, jetzt brauchen wir nur unseren Teig. So, eine Stunde ist rum. Werden wir jetzt weitermachen. Ich teile erstmal den Teig so ungefähr in zwei Teile. Dann ist das einfacher zu arbeiten. Und dieser Teig geht wieder zurück in den Kühlschrank. Und mit den anderen werden wir jetzt arbeiten. Bisschen Mehl. Und werden wir so wie ein Rechteck ausrollen. Erstmal ganz kurz knete ich, dass es besser dann zum Ausrollen geht. Ja, so dass er ein bisschen glatter wird von dem Kühlschrank. Mit Mehl bestäuben und ausrollen. Wir müssen so ein Rechteck ausrollen. Den Teig können wir ruhig dünn ausrollen, weil wir werden ihn noch so zusammenklappen. So, hier ungefähr habe ich 30 und hier fast 40. Das passt sehr gut. So, ungefähr die Hälfte. Werden wir jetzt die Hälfte von der Creme geben und verteilen. Die andere Hälfte für den anderen Teig, was im Kühlschrank steht. Das verteilen wir gut. So, und versuchen wir vorsichtig die andere Seite drauf zu machen. Geht das. Schneide erstmal nur erste ab und dann ungefähr so 5-6 mm. Denke so dünn wie möglich. Wir probieren einfach jetzt einen Tannenbaum zu machen. Dann sehen wir, wie es ist. Ja, das wurde wirklich ausreichend. Das ist jetzt eine kürzere Seite, deswegen auch Tannenbaum ziemlich klein. Schneiden wir es mal so in ein Streifchen. Messer ein bisschen mit Mehl machen, dann geht es besser. So, nehmen wir jetzt länglich. Und müssen wir die so nehmen, dass wir mit den Füllung nach oben haben. Und dann einfach nur falten. Immer kleiner, kleiner und kleiner. So sieht unser Tannenbaum aus. Das Blech habe ich erstmal nach draußen gebracht, dass er richtig schön kalt wird. Jetzt gebe ich noch Papier drauf. So, und bestäube die bisschen mit dem Mehl. Dass die Füllung unten nicht so anbrennt. Und dann gleich machen und drauflegen, das nicht nochmal in die Hand nehmen. Den kleinen geht auch rein. Und die Größe wird natürlich so, wie ihr gerne möchtet. Kleiner, größer, so. Jetzt könnte man jetzt diesen Teig auch nochmal in den Kühlschrank legen, dass er fester wird. Und das werde ich wahrscheinlich machen, weil danach beim Schneiden kann man sauberer Schnitt machen und dann klebt es nicht so stark wie jetzt. Eventuell nicht so viel Wasser reinmachen in die Füllung. So sieht dann aus. So, ich habe jetzt 5 Minuten nur in meinen Gefrierschrank reingestellt. Es ist etwas kälter und ich hoffe, wird jetzt ein bisschen besser dann gehen.
und so wie eine Schlange. Hier unten brauchen wir auch wie so einen Baumstein. Ich nehme ein bisschen Marmelade, ein Mandelkern und stecken wir einfach da rein. Fertig. Besser, dass er eigentlich reinstecken auf dem Blech. Dann bei Übertrag ist das besser. So, machen wir es mal ein Blech fertig und dann bringe ich es auf den Balkon zum Abkühlen. Es sollte auch wieder richtig schön kalt werden und dann backen wir es. So, mein Blech ist jetzt fertig. Stecke nur die restliche Mandel rein. Und dann brenne auf den Balkon für ungefähr so 15-20 Minuten. Danach können wir schon unseren Backofen auf 190 Grad zum Vorheizen anmachen. Ich backe dann mit Unter- und Oberhitze. So sieht dann aus. So habe ich jetzt ein Plätzchen von draußen reingebracht und jetzt stelle ich die zum Backen bei 190 Grad Ober-Unterhitze ungefähr so 13 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, das erste Blech ist fertig. 15 Minuten habe ich gebacken und jetzt können wir kurz abkühlen und ich habe mir noch überlegt, wie könnte ich noch ein bisschen vielleicht die schmücken. Bis die sind noch schön warm, schauen wir, unten ist auch schön durchgebacken. Und ich hatte gedacht, ich probiere dir auch noch ein bisschen Butter zu schmücken, weil das ist Tannenbaum. Ich habe jetzt ein bisschen Quetensirup genommen. Es kann man bestimmen, egal welchen Sirup nehmen. Nur das Wichtige ist, dass es nicht zu dunkel, nicht rot wird. Dass wir nur ein bisschen vielleicht anstreichen können, bis es noch warm ist. Und auch ein paar Streusel drauf machen, dass die eventuell kleben. Und danach auch dann die Kugel drauf hängen. Sonst kann man einfach mit dem Puderzucker bestreuen. Einfach nur mit Puderzucker. Sieht auch gut aus. Ich werde versuchen, unterschiedlich mal es machen. Mit Puderzucker, mit Streusel. Wie ist das wert? Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie habt ihr zum Beispiel Idee, wie könnte man diese süßen Tannenbäume nochmal schmücken. Schaut ihr, sieht doch toll aus. Lasse die erstmal abkühlen und dann sehen wir uns wieder. Ich habe noch zwei Bleche noch zu backen. So, meine Lieben, bin ich jetzt fertig. So sehen meine Tannenbäume aus. So viel habe ich rausbekommen und habe auch schon mal probiert. Schmecken sehr, sehr lecker und die sind gar nicht so richtig süß. Deswegen, wenn ihr euch entscheidet, zum Beispiel mit ein bisschen Guss machen oder mit dem Sirup drauf machen, dann wird es auch für die Süßnaschen perfekt. Sonst sind die wirklich nicht so pappsüß. So sehen die aus. Dann habe ich solche noch gemacht. Einfach mit dem Zuckerguss blau und gelb gemacht und ein paar Tropfen drauf gemacht. So sehen die dann aus oder einfach nur mit Puderzucker. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und einer oder die andere das wird nachbacken und mir ein Kommentarchen anlassen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit, eine schöne Kaffeezeit mit eurer Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!